Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Hunter Classic. Noch 9 Tage? Ich weiß es gar nicht. Wann kommt man wieder raus? Am 6. glaube ich. Am 5. 6. Was haben wir heute? Ich weiß es nicht vorhin. Ist auch egal. Entweder 10 oder 9 Tage. Wer weiß das schon so genau. Dann ist Call of the Wild endlich raus. Aber vorher nochmal Classic. Denn unserem letzten Video hat einer in den Kommentaren geschrieben, ich sollte mal realistisch jagen. Heißt, ich habe die Fährten ausgemacht, also diese bunten Kegel da, ja, deaktiviert. Ich darf kein Huntermat benutzen. Wird ein bisschen schwer, die Calls da zu ordnen. Ich habe zwar hier Surround-Headset auf, Kopfhörer beziehungsweise, aber auch damit ist, glaube ich, schwer, die zu ordnen. ja, und Kugelfang und all so ein Scheiß soll ich beachten. könnte spaßig werden. Und deshalb habe ich gedacht, mache ich das mal, weil ich fand die Idee eigentlich ganz nice. Und deshalb ziehen wir das jetzt durch. Also falls ich mal aus Versehen das Huntermate öffne oder so, ja, sorry, dann habe ich mal die Tab-Taste gedrückt, weil das hier bei dem Spiel irgendwie so eine häufige Taste ist. Ich versuche mich aber zusammenzureißen und das zu vermeiden. Stattdessen, aber Toffel natürlich dabei. Ja, ich weiß, hier ruft jetzt irgendwo ein Fasan. Den lassen wir aber jetzt mal außen vor, weil wir uns um die nicht kümmern werden, sondern nur um alles andere. Habe ich alles nachgeladen? Ich glaube schon, ne? Jawohl. Also wenn wir jetzt hier auf den Feldern ein bisschen rumstreifen, ich habe extra die Felder ausgesucht, weil das ein bisschen leichter hoffentlich ist von der Sicht her, als wenn ich da irgendwo in so einem dichten Unterholz jagen müsste. Also hoffen wir, dass wir hier irgendwie was in Anblick bekommen. Davon rennt schon eine Sau. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Sogar zwei, wenn ich das richtig sehe. Aber ich kann von hier aus nicht so geil schießen, oder? Wenn ich mich hinlege, dann sehe ich sie, glaube ich, nicht mehr. Ah, doch. Zumindest die eine. Aber ich ist hinterm Grasbüschel. Die haben das irgendwo hier da vorne. Da trabt sie. Nee, das ist nicht so geil hier mit dem Gras, ne? Da sind noch mehrere, da sind ganz viele. Aber halt echt nicht so mega prickeln hier. Ich könnte mal versuchen, die zu callen. Weil das Ding ist, wovor ich am meisten Respekt habe, den Anschluss zu finden. Ja, hier sehe ich gar nichts mit dem Kackbüschen. Haben die sich die Richtung geändert? Ja, ich glaube, jetzt habe ich sie zum Anhalten gebracht. Und jetzt kommen sie langsam, aber sicher auf mich zu. Jawohl. Sehr gut. Dann können wir zumindest warten, bis sie etwas näher sind. Ich nehme mal hier kurz mein Spray. Und dann warten wir. Auch wenn ich jetzt leider dann nicht von vorne beschießen muss, was ich echt nicht so gerne mache bei den Sauen. Aber die 308 hat ja ordentlich Bums, wie wir beim letzten Mal gesehen haben. Deshalb ist das jetzt nicht ganz so dramatisch. Wenn wir da nicht gerade einen Schädeltreffer haben. Denn wir müssen natürlich auch die Nachsuche machen ohne Fährten. Deshalb habe ich natürlich Toffel dabei. Der hilft mir dann. Ich muss aber dann auch erstmal, wie gesagt, den Anschluss finden. Und das ohne die Fährtendinger. Oje, oje. Vor allem, ich kann mir auch nicht schnell markieren durchs Fernglas, ja. Ich könnte jetzt hier natürlich hier links klicken. Was natürlich erstmal auch mega unrealistisch ist. Aber ich würde es ja dann nicht sehen auf dem Dings, ne? Na guck mal, jetzt habe ich schon aus Reflex habe ich schon das Huntermate rausgeholt nach dem Call. Weil du halt einfach gewohnt bist, nach dem Call Tab zu drücken. Aber die kommen schon mal ganz gut hier auf mich zu. Kugelfang ist gewährleistet, Freunde. Wenn wir hier von ein bisschen oben schießen. Jetzt bitte nicht wieder Regen. Ich habe gerade das Spiel fucking dreimal gestartet. Ich hatte jedes Mal Regen. Ich habe mir gedacht, ne, auf Regen habe ich keinen Bock und jetzt fängt das schön an zu regnen. Was habe ich denn für ein Pech, ey? Richtiges Sauwetter. Aber die Sau haben wir auch vor uns. Von daher müssen wir das jetzt in Kauf nehmen. Aber wo sind sie denn? Ohne Fernglas sehe ich die gar nicht. Die sind gerade in der Senke da drin, ne? Dass ich zumindest einen Rücken. Da ist schon
Eine Bache weiter vor. Wir müssen warten, bis sie weitergelaufen ist, sonst haben wir hier gar keinen Kugelfang. Dann treffen wir die da hinten auch noch. Das wollen wir natürlich nicht. Also, ich meine, im Spiel treffen wir die nicht, aber in echt. Solltest du das vielleicht vermeiden. Aber das ist echt eine scheiß Position hier, das will ich euch mal sagen. Aber ich laufe jetzt hier ein bisschen nach links. Da ist das Gras dann nicht mehr so. Jetzt haben wir auch den Kugelfang wieder da. Naja, was schieße ich denn auf den Kopf am besten, ne? So, die liegt, da brauchen wir zum Glück keinen Anschluss suchen. Und da hinten gehen die anderen flüchtig ab. Aber die können wir eh nicht verfolgen, weil wir keine Spuren anhaben. So, aber schon mal das erste Tier erlegt. Das ist doch schon mal ein erstes Erfolgserlebnis. Hab mir das am Anfang schwieriger vorgestellt, aber die liefen mir jetzt zum Glück direkt in die Arme. Da war jetzt nicht so schwer, die zu erlegen. Dann hier schön aus 20 Meter oder was das war, in den Kopf geschossen. War auch nicht unbedingt der Kunstschuss. Aber vielleicht auch nicht das Realistische, weil Kopfschüsse sind nicht so meine Favoriten. Gerade bei Sauen ist das natürlich eigentlich in den meisten Kreisen schon verpönt. Ich glaube, bei Trägerschüssen spalten sich eh die Geister. Die einen sind da voll für, weil das Fleisch heile bleibt, die anderen sind dann voll dagegen, weil das auch schnell mal schief geht. Ich bin eher, der sagt, ne. Lieber ein Blatt zerschießen, als dem irgendwie Schmerz zuzuführen, wenn er da irgendwie den Kiefer wegschießt oder ein Loch in den Hals oder keine Ahnung. Das ist ja auch sinnlos, ne? Deshalb lieber auf Nummer sicher gehen und den Kammerschuss antragen. Aber der kam jetzt hier auf mich zu. Da lässt sich das nicht immer so perfekt ausrichten. So, die erste Sau haben wir. Damit können wir jetzt weiter arbeiten. Ich werde einfach weiter in die Richtung gehen, weil die sind ja in die Richtung gerannt. Und dahin kommen noch ein paar Felder. Das heißt, vielleicht sehen wir da die nächsten. Anderen Plan hätte ich jetzt erstmal nicht. Also müssen wir einfach hoffen, dass da einfach welche stehen, weil sonst mehr als auf Sicht jagen kann ich jetzt ehrlich nicht. Ich habe schon mal den Hunter-Mat vorhin draußen. Ne? Guck mal, da ist schon so Reflex. Warum mache ich den jetzt draußen? Ich glaube, nach einem Trophy-Shot hat man ja automatisch, kann das sein. Oder habe ich tatsächlich wieder Tab gedrückt, unterbewusst? Keine Ahnung. Können jetzt sogar wahrscheinlich hier ein paar Fußspuren sehen, aber das wird uns nichts bringen. Da wir den nicht aufnehmen können. Fasan ist auf jeden Fall noch da. Ich laufe mal da vorne bis zur Kuppe. Und dann gucken wir da mal rüber. Und wenn da nichts ist, dann würde ich erstmal einen Cut setzen. Aber so viel Zeit muss jetzt sein, dass wir uns da nochmal kurz hinpirschen. Denn meistens fliehen die gar nicht so weit nach dem Schuss, dass man die schon auf dem nächsten Feld manchmal wieder antreffen kann. Also bleiben wir jetzt mal kurz drauf und verharren der Dinge, die da passieren werden. Ich glaube, gerade die Felder muss man auch relativ gut absuchen, weil die da schon sehr gut drauf getarnt sind. Da sind mir die anderen Felder lieber, die hier unten weiter sind. Die Kornfelder, die da abgemäht sind, nicht die scheiß Maisfelder hier. Da sind die dunklen Saunen echt sehr, sehr schwer zu sehen. Vor allem, weil das hier so, die sind da nicht eben, die Felder, ne? Da verstehe ich eh nicht, warum hier einer Mais anbaut auf so einem Acker hier. Ja, das ist ja der reinste, die reinste Kraterlandschaft. Da können die sich immer drin verstecken in den Senken. Ah, jetzt kommt schon wieder der Regen dazu. Herzlichen Glückwunsch. Da hinten ist keine Sau. Das ist, glaube ich, ein Busch, was ich da wieder gesehen habe. Oh, wir pirschen uns mal kurz hier hoch. Ich sehe aber auch keine Fährten hier, ne? Die müssen aber irgendwo hierher gerannt sein. So, hier haben wir das nächste Feld. Aber ich sehe erstmal nichts.
Ne. Nichts ersichtlich soweit. Keine Sau, die sich hier irgendwo rumtreibt. Und wenn. Dann bin ich blind. Dann machen wir erstmal einen Cut an der Stelle und ich werde mal das nächste Tierchen suchen. Heißt also, im Zweifel werde ich es dann eh schon sehen. Und wir sehen uns dann auch wieder. So, da sind wir zurück. Und da hinten auf dem Berg kam, laufen zwei Sauen. Aber jetzt sind sie gerade dahinter verschwunden. Ich habe es tatsächlich nur callen gehört, weil ich gerade auf dem Weg war zu diesem Kamm hier. Und dann haben sie gecallt und ich konnte das zum Glück rechtzeitig orten, weil der Call halt schon sehr lang ist. Ich glaube, beim Reh wäre das deutlich schwieriger, wenn da nur so ein kurzer Fiebton kommt. Aber bei den Sauen ist er ja schon relativ lang gezogen, da kann man sich einmal kurz rumdrehen und das genau lokalisieren, aus welcher Richtung das ist. Heißt also, irgendwo da hinten sind die Sauen. Die Frage ist, wie werde ich die jetzt angehen? Straight drauf zu ist, glaube ich, nicht so die beste Idee. Von klemmt gerade eben eine Taste hier bei mir, oder? Oder laufe ich gegen Toffel, das kann auch sein. Ist halt die Frage, ob die auf meine Calls reagiert haben oder nicht. Wenn, dann müssten sie gleich da auftauchen, weil so weit waren jetzt nicht weg. Aber wenn nicht, dann kann das auch schnell mal sein, dass die halt schon über alle Berge sind, so schnell wie die getrabt sind. Ich weiß nicht, ob ihr die noch gesehen habt. So mal, ja, ich sage mal da, aber kein Mensch weiß, wo das eigentlich ist. Das will ich auch erstmal sehen. Ich hätte sogar schwören können, dass die vielleicht sogar noch einen Ticken weiter rechts waren. Nach dem Sound, also eventuell sind da sogar noch welche. Aber mit dem Wetter habe ich heute echt kein Glück, also da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das ist echt eine Seuche. Ich rufe nochmal. Ich glaube, ich gehe die ein bisschen von der Seite an, sonst laufen wir da vielleicht wieder straight drauf zu und verschrecken die wieder. Nein, da steht keiner, oder? Na, ist glaube ich ein Baumschaum oder sowas, weil ich ja wieder sehe. Ah, falsche Taste. Das wollte ich haben. Davon ist auf jeden Fall mein Hochsitz. Also den könnten wir mal abchecken, das Feld, weil das ist auch unser Feeder. Vielleicht waren sie dann auf dem Weg, auch wenn er leer ist immer noch. Aber vielleicht haben wir da Glück und erwischen eine. Aber macht nicht den Eindruck, als wenn die auf den Call reagiert hätten, ne? Weil sonst wären die, glaube ich, schon dreimal beim Berg wieder. Oh, die sind dann echt extrem langsam. Ich dachte, ich hoffe mal, dass er kurz mal hier bleiben soll. Solange ich versuche, mich da anzupirschen und zumindest einen Blick aufs Feld zu erhaschen. Guckt auch die Sonne raus. Pünktlich zu meiner Ankunft. Aber wo sind die Sauen? Das ist jetzt die Frage. Die alles Entscheidende. Tja. Und das ist eine sehr gute Frage. Die sind irgendwo da hinten. Aber auf welchem Feld sind die? Oder sind die hier wieder auf dem scheiß Zwischending? Hat sich nicht ganz so nah angehört, ehrlich gesagt. War schon ein bisschen weiter weg. Aber die scheinen auf meine Calls anzuspringen. Sonst würden die, glaube ich, selber nicht so viel callen. Ah, ich hoffe nur, dass hier nicht so eine Vegetation ist, wo man die halt wirklich gar nicht sieht, ne? Weil dann hast du... Da vorne ist einer. Zwischen den Büschen. Okay. Bloß sich die Richtung ändern. Na, gar nicht erst gucken, wohin er gelaufen ist. Da hinten rechts rennt auch einer weg. Ist er das? Könnte sein, dass der gerade umgefallen ist. Aber ich versuche erstmal den Anschluss zu finden. Ich werde jetzt auch nicht mit dem Fernglas nach rechts gucken. Ich laufe jetzt einfach straight in die Richtung.
keine Ahnung, wie weit der jetzt weg war hier. Habe ich auf den Kugelfang geachtet? Ich weiß es nicht. Ich habe durch die Büsche geschossen, macht man sowieso nicht. Ah, da haben wir einen. Okay, Schuss war schon in den Lungen drin. Top. Schon so eine Gewohnheit, dass man im Spiel überhaupt nicht auf so eine Scheiße achtet, ne? Einfach mal durch die Büsche gehen, egal was dahinter steht. Spaziergänger, die gerade die Sau streicheln, zack, mit weg. Aber ich sag mal, so eine Sau ist auch nicht hoch, ne? Also maximal schießt du die Kniescheibe kaputt, also ja? Darfst du nicht so eng sehen. Darfst halt kein zweites Mal hinterher schießen, weil dann liegt er im Zweifel auf dem Boden und du triffst ihn dann vielleicht doch im Kopf. Das wäre natürlich dann etwas unvorteilhaft. Wie sag ich dem jetzt? Achso, doch, das geht. Ich dachte, ich muss jetzt meinen Hunter mit rausholen, aber ich muss jetzt tatsächlich meinen Hunter mit rausholen, weil ich die Spur einmal aufnehmen muss, damit ich den Toffel sagen kann, dass der die tracken soll. Das ist halt so leider vom Spiel geregelt, deshalb müssen wir das jetzt mal machen. Dass wir Lungenherz getroffen haben, hätten wir so gewusst, aber ich habe halt nicht gesehen, wohin der geflohen ist und dafür haben wir den Hund ja extra da mitgenommen. Deshalb sagen wir dem jetzt hier, dass der uns mal das übernehmen soll. Ne, dann ist so ein Grasteil. Wo ist er hin? Toffel, bleib hier. Guck, siehst du, der war nämlich gar nicht, der nach da hinten gerannt ist. Ist wohl doch noch in die andere Richtung gerannt und das war die zweite Sau. Da waren nämlich zwei auf dem Weg. Ah, ich könnte mal aufstehen. Ach, liegt schon hier. Ja, gut. Ist ja weit gekommen, aber war auch aus nächster Nähe. Von daher wundert mich das jetzt nicht, dass der nicht so weit gekommen ist. Ach so, ja, jetzt weiß ich, warum wir gerade den Hunter mit rausnehmen. Wir müssen ihn ja auch rausholen, um die Sau aufzunehmen. Leber haben auch noch mit getroffen. Es hat nur 4 Sekunden Verletzungszeit. Und da haben wir das Tierchen erwischt. So, Toffel. Perfekt. Haben wir also die zweite Sau erwischt. Wenn auch nicht ganz weit gerecht durch den fehlenden Kugelfang. Wobei ich behaupte einfach, dass ich gesehen habe, dass da einer war hinterm Busch. Ja. Ganz klar. Also, wer den nicht gesehen hat, der hat halt nicht richtig hingeguckt. Ja, da könnte auch noch so auf zurückspulen. Da muss man einfach ein Gefühl für haben. So, aber wir werden jetzt hier noch versuchen, das nächste Tierchen zu finden. Ich weiß, dass nur eine Sau nach hinten gerannt ist, aber die ist jetzt flüchtig, deshalb werde ich die jetzt erstmal außen vor lassen. Und eventuell schauen, dass wir da unten noch was kriegen. Auf den Feldern. Also sehen wir uns dann gleich wieder. So, da sind wir zurück und ich komme mir gerade über die Kuppe gelaufen. Und da vorne steht dankbarerweise ein kleines Reh. Da sagen wir doch nicht nein. Und der Kugelfang ist diesmal auch da. Ich muss ein bisschen weiter nach vorne, um mich da vielleicht hinlegen zu können. Denn im Stehenschießen ist hier nicht. Aber ich denke, wenn wir da vorne hinter dem Busch kommen, dann haben wir relativ freie Sicht auf das Feld. Und dementsprechend auch auf das Reh. Da steht noch da, das sehe ich. Und dann sollte man das auch gut erlegen können. Hoffentlich ohne Nachsuche. So. Und da liegt es. Sehr gut. Die Waffe ist echt nicht so schlecht, ne? Dafür hat das nur ein 243 ist. Hat hier auf Reh ganz schön Bums, davon rennt ein Fasan über die Straße. Aber die habe ich da vorne schon im Wald rennen sehen. Da habe ich erst gedacht, das sind schon zwei Rehe, die da rumrennen. Das ist jetzt ernsthaft auf der Straße oder was? Ja. Er dachte schon, der will sich da verstecken. Aber das war wohl nicht sein Plan. Gut, laufen wir mal zum Reh. Da haben wir das auch noch erlegt. Aber kein männliches Stück heute, ne? Weder bei den Sauen, glaube ich, noch bei den Rehen. Aber dafür hatten wir beim letzten Mal ein paar Keiler dabei.
Ich wollte hier noch gar nicht. Ich muss erstmal hinlaufen. Bevor ich ihn benutzen darf. Ich habe gerade auch tatsächlich, ich glaube, es war eine Wildschweinlosung gefunden, aber so genau weiß ich das nicht, weil ich da nicht aufnehmen konnte. Oder durfte. Aber kann eigentlich nur Wildschwein gewesen sein. Ich glaube, der andere sieht anders aus. Rehe. Kenne ich. Hirsche auch. Sehen auch aus wie Rehe. Für einen Fuchs war es, glaube ich, zu groß, müsste Wildschwein gewesen sein, aber ich wusste halt auch nicht, in welche Richtung er gelaufen ist. Deshalb konnte ich das nicht verfolgen. Aber hier haben wir das Reh. Vielleicht etwas frontal geschossen, aber du weißt, wie das ist, ne? Hier wechseln die Tiere nicht groß ihre Richtung, da musst du die nehmen, wie sie kommen. Immerhin haben wir das Herz getroffen. Dann ist das schon mal ganz gut gelaufen. Wo ist denn mein Hund hin? Da hinten. Hund. Hund ist so weit weg. Okay, dann halt kein Hund. Hund kann ich nicht anfassen. Komm! Komm, Reh! Ja, dann halt nicht. Dann guck halt in den Himmel. Na, da oben fliegen die Gänse. Und trotzdem hat sich dahin gerafft. Und mit diesem wunderschönen Bild können wir die Folge beenden. Also Hardcore-Modus erfolgreich abgeschlossen. Fand ich echt eine sehr gute Idee, wenn ihr weiterhin solche Ideen habt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Dann gucke ich mal, dass die vielleicht auch umsetzt, falls euch noch irgendwas dazu einfällt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich drüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.